Die Rätsel der Königin von Saba. König Salomon regierte sein Land klug und gerecht, und er war berühmt für seine Weisheit. Er verstand sogar die Sprache der Tiere und kannte die Geheimnisse der Pflanzen, und auch die Geister, die Dämonen, waren ihm untertan. Eines Tages ließ Salomon alle Vögel zu sich rufen. Es dauerte nicht lange und schon kamen sie herangeflogen. Die Adler aus den Bergen, die Möwen vom Meer, die Lerchen vom Felde und die Geier aus der Wüste. Und sie versammelten sich vor Salomons Thron. Nur der Auerhahn fehlte. Schon wollte Salomon ihn von seinen Dienern holen lassen, als der Auerhahn erschien und seine Verspätung entschuldigte. Mein König, höre mich an. Ich war so weit in der Welt, dass ich nicht früher kommen konnte. Wo warst du? Fragte Salomon mit gerunzelter Stirn. 3 Monate lang habe ich ein Land gesucht, wo man dich nicht kennt. Endlich fand ich das Sabäerland. Die Hauptstadt Kitor wird auch Weihrauchstadt genannt. Ihre Häuser sind aus Gold und ihre Dächer aus Silber. Die Bäume in den Gärten sind uralt und werden von den Wassern des Paradieses gespeist. Eine Frau beherrscht das Land, die Königin von Saba. Deinen Namen aber, König Salomon, kennt dort niemand. Wenn du willst, großer König, so kann ich zurück nach Kitor fliegen und der Königin von Saba von dir erzählen, damit auch sie sich vor deiner Weisheit und deinem Ruhm verneigt. Die Worte des Auerhahns gefielen dem König. Sogleich rief er seine Schreiber und diktierte folgende Botschaft. König Salomon entbietet der Königin von Saba seinen Friedensgruß. Viele Könige erweisen mir Ehren, wie auch ich ihnen Ehren erweise. Bist du gewillt, Königin, mich zu besuchen, so will ich dir Ehren erweisen, wie sie noch niemand zuteil wurden in Jerusalem. Solltest du aber meinem Wunsche nicht Folge leisten, so werden meine Mächtigen, meine Heere und meine Reiter dein Land heimsuchen. Und wisse, die wilden Tiere sind meine Mächtigen, die Vögel meine Reiter, die Dämonen meine Heere. Die Dämonen werden euch erwürgen, die wilden Tiere euch zerreißen und die Vögel euer Fleisch fressen. Als der Auerhahn der Königin von Saba dieses Schreiben überbrachte, verdunkelten seine Begleiter, hunderte von Vögeln, die Sonne. Die Königin las die Botschaft und berief ihre Ratgeber zu sich. Diese meinten, auf einen König, dessen Namen wir nicht kennen, sollst du nicht hören und sein Schreiben auch nicht beantworten. Fahr nicht in dieses unbekannte Land Israel, Königin. Die Königin von Saba aber dachte, wenn Salomon so mächtig ist, dass die Vögel auf seinen Befehl hin die Sonne verdunkeln, dann will ich ihn kennenlernen. Und sie befahl, Schiffe mit edlen Hölzern, goldenen Gefäßen und kostbaren Perlen zu beladen. Dann suchte sie 60 Kinder aus, Knaben und Mädchen, die gleich alt und gleich groß waren, und ließ sie in gleiche Purpurgewänder hüllen. Und als alles bereit war, schiffte sich die Königin von Saba mit ihrem Geleit ein und erreichte nach einer langen Reise die Stadt Jerusalem. Salomon empfing die Königin von Saba in seinem Palast. Er hatte für die Begegnung einen Saal aus Kristall gewählt und saß auf einem kristallenen Thron, als die Königin eintrat. Und da sie kein Kristall kannte, meinte sie, er säße im Wasser, und sie hob ein wenig den Saum ihres Gewandes. »Du hast das schönste Antlitz, das ich je bei einer Frau gesehen habe«, begrüßte sie Salomon. »Deine Beine aber sind behaart wie die eines Mannes.« Die Königin errötete. »Ich sehe, dass du gern Verborgenes enthüllst«, sagte sie.
dann hast du gewiss nichts dagegen, wenn ich dir einige Rätsel aufgebe, bevor ich mich vor deiner Weisheit verneige. Frage nach Herzenslust, erwiderte Salomon, und die Königin begann. Es wächst auf dem Feld und lässt den Kopf hängen. Es ist ein Ruhm für die Reichen, ein Spott für die Armen, eine Zierde der Toten, ein Schmerz für die Lebenden, eine Freude den Vögeln und ein Ärger den Fischen. Das ist allein, antwortete Salomon. Auf dem Feld senken seine Ähren die Köpfe. Gewänder aus feinstem Leinengewebe sind der Ruhm der Reichen, Lumpen ein Spott für die Armen. Das Totenhemd die Zierde der Toten, der Galgenstrick ein Schmerz für die Lebenden. Der Lein erfreut die Vögel, die den Leinsamen picken, und ist ein Ärger für die Fische, die in Leinennetzen gefangen werden. Die Königin fragte weiter. Es gibt ein Wasser, das nicht vom Himmel fließt und nicht von den Bergen. Manchmal schmeckt es süß wie Honig, manchmal bitter wie Wermut. Und doch kommt es aus derselben Quelle. Salomon entgegnete, das ist ganz leicht. Es ist die Träne, die nicht vom Himmel fließt und nicht von den Bergen. Wenn das Menschenherz sich freut, ist sie süß. Wenn es vor Schmerz überquillt, ist sie bitter wie Wermut. Und wieder fragte die Königin, weißt du, was meine Mutter mir schenkte? Das eine Ding wurde im Meer geboren, das andere wuchs in den Tiefen der Erde. Salomon lächelte. Das ist die Perlenschnur an deinem Hals und der goldene Ring an deinem Finger. Hierauf fragte die Königin von Saba, welches Ding steht unbeweglich an seinem Platz, solange es lebt? Nach seinem Tod aber bewegt es sich von Ort zu Ort und von Land zu Land. Da antwortete Salomon, ohne dieses Ding hätte ich dich nie erblickt. Es ist der Baum, der nach seinem Tod als Schiff auf dem Wasser schwimmt, das ihn von Ort zu Ort und von Land zu Land trägt. Nun gut, sagte die Königin, 4 Rätsel hast du richtig gelöst. Erlaube mir, dir noch 2 aufzugeben. Das 5. also lautet, wen begräbt man, obgleich er nicht gestorben ist? Und wer erwacht zum Leben, obgleich er unter der Erde liegt? Und wer bringt denen Gewinn, die ihn begruben? Da antwortete Salomon, das ist wieder ganz leicht. Das ist das Samenkorn, die Ähren und das Getreide. Und die Königin von Saba nannte ihr 6. Rätsel. Wer ist es, der nicht geboren wurde und nie sterben kann? Und Salomon erwiderte, das ist Gott der Allmächtige, gelobt sei sein Name. Da verneigte sich die Königin von Saba vor Salomons Weisheit und sagte, erlaubst du mir noch ein letztes, das 7. Rätsel? Frage nur zu, lächelte Salomon. Da ließ die Königin die 60 Kinder holen, die sie aus Kitor nach Jerusalem mitgebracht hatte. Du siehst, Salomon, alle sind gleich alt, gleich groß und gleich gekleidet. Aber es sind Mädchen und Knaben. Wie willst du ihr Geschlecht unterscheiden? Salomon ließ einen Sack voll Nüsse bringen und die unter die Kinder werfen. Da hoben die Knaben ihr Gewand und stopften die Nüsse in die Hosentaschen. Die Mädchen aber schürzten ihr Kleid und fingen die Nüsse damit auf. Und jedermann konnte das Geschlecht der Kinder unterscheiden. Und die Königin von Saba erkannte, dass es keinen Sterblichen gab, der Salomon an Weisheit übertraf. Sie verneigte sich tief und übergab ihm die kostbaren Geschenke, die sie mitgebracht hatte. Und auch Salomon beschenkte sie und erwies ihr Ehren, wie sie noch keinem Gast in Jerusalem zuteil geworden waren.
Als die Königin von Saba sich verabschiedete, um nach Kizor, der Weihrauchstadt, zurückzukehren, sagte sie: Du bist ein großer König, Salomon. Und ich bin stolz, deinen Namen zu kennen. Gepriesen sei Gott, der Gefallen an dir fand, auf dass du in Frieden und Gerechtigkeit regieren mögest.